Lieber faul als immer müde. Aber wenn Sie, Kabarett ist ja auch am Ende dazu da, Sie angstfrei zu machen. Und ich möchte das auch mit diesem Satz tun. Ihnen die Angst nehmen, auch hinaus in der Republik diesen Satz rufen, der Ihnen vielleicht im Leben weiterhilft. Ein Satz, den ein Kollege von mir gesagt hat, ein Freund, ein entfernter Bekannter, morgens beim Bäcker standen wir um 7 da, beide halb verschlafen. Der Typ, das ist so ein Lebenskünstler, ich weiß nicht, ob Sie auch so einen kennen, wie in Süddeutschland sage, der schafft nichts richtig, ja, aber kommt über die Runden. Ja, früher hießen so Lebenskünstler, heute Versager, ja, ein Taugenichts. Ja. Und so einer steht neben mir und sagt morgens um 7 beim Bäcker diesen Satz, lieber faul als immer müde. Und das ist ein Satz, der doch vor jeder Schule in Stein gemeißelt stehen müsste. Ein Satz, den die heiligen drei Könige auf die Stufen, auf die Türen schreiben müssten alljährlich. Lieber faul als immer müde. Denn das Glück dieser Welt versteckt sich nicht unbedingt unter einem Büroschreibtisch. Und viele, die es ihr Leben lang erduldet haben, rufen jetzt, ja, aber Arbeit. Arbeit macht aus einem Menschen erst einen Menschen. Das mag sein, aber ein Tag am Strand oder auf dem Sofa vielleicht auch. Wir sind ein hochentwickeltes Land, das im Geld schwimmt, aber auf die großen Fragen des Menschseins jenseits von Arbeit, Wohlstand und Autobahnausbau haben wir so gut wie keine Antworten gefunden. Es stimmt doch etwas grundsätzlich nicht, wenn das Nichtstun als abartig und der Burnout als Auszeichnung gilt. Und deshalb rufe ich den Kindern zu, seid nicht gehorsam, widersprecht, seid nicht brav, denn wer brav ist, den belohnt die Eltern, ja, und die Lehrer, aber wer nicht brav ist, den belohnt das Leben. Und seid faul, ja, und Gelassenheit, es braucht doch auch mehr Gelassenheit inzwischen, auch ich bin inzwischen sehr gelassen, ich weiß nicht, ob Sie das schon gespürt haben heute Abend, ich bin inzwischen wirklich sehr gelassen, wenn ich mit dem Fahrrad fahre auf dem Radweg und da parkt so ein Autofahrer auf dem Radweg, wissen Sie, da fahre ich mit meinem Radl einfach dran vorbei, ganz gelassen, hol den Schlüssel raus und fahre ihm einmal recht, nein, das mache ich nicht, ich steche ihm die Reifen auf, aber mehr mache ich wirklich nicht, ja.